Die Hells Angels sind zweifellos eine der bekanntesten und größten Rockergruppen der Welt. Ihre Geschichte reicht bis ins Jahr 1948 zurück, als der Club zum ersten Mal gegründet wurde. Seitdem hat sich der Club laut Medienberichten auf ganze 32 Länder ausgebreitet und möglicherweise sogar noch mehr, wenn man der offiziellen Website der Hells Angels Glauben schenkt, die behauptet, der Club sei in sagenhaften 62 Ländern aktiv. Leider ist die Bekanntheit der Hells Angels oft eng mit kriminellen Aktivitäten verbunden. Derzeit findet in Madrid ein aufsehenerregender Prozess statt, in dem Frank Hanebot, der ehemalige Chef der Hells Angels in Hannover, und andere Angeklagte wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche, Bedrohung und illegalen Waffenbesitzes vor Gericht stehen. Die Augen der Welt sind auf diesen Prozess gerichtet, und alle warten gespannt auf das Urteil. In Deutschland werden immer wieder bestimmte Ortsgruppen, die sich Tschordl nennen, verboten oder von der Polizei überwacht, wie zuletzt 2022 in Berlin. Im Gegensatz dazu wurden die Hells Angels 2019 in den Niederlanden vollständig verboten, da ein Zivilgericht in Utrecht entschied, dass der Club gegen die öffentliche Ordnung verstoße und eine Gefahr für die Gesellschaft sei. Die Hells Angels sollen weltweit etwa 6000 Mitglieder haben, aber aufgrund der regelmäßigen Auflösungen und Neugründungen von Chartern schwanken diese Zahlen stark. Laut dem Bundeslagebild Organisierte Kriminalität für das Jahr 2021 gab es in Deutschland im selben Jahr 19 Gruppierungen der Hells Angels, was mehr ist als bei allen anderen Rockergruppen. Man erkennt die Angels an ihren Kutten oder Jacken, die oft aus Leder bestehen und einen Totenkopf mit Helm und Flügeln sowie den Schriftzug Hells Angels tragen.